Also sind nicht alles... Oh Gott. So, die Skarabäen einfach wegschießen. Gut, dafür ist die Pistole eigentlich ganz gut, ne? Um solches Kleinvieh wegzuschießen. Oh Gott, da ist noch mehr. Spawnen die einfach immer wieder? Oder war der jetzt einfach nur nicht getriggert worden? Es ist und bleibt ein Rätsel. Also, um darauf zurückzukommen, ich bin mir halt unsicher, ob ich es persönlich mag, dass man damit quasi dieses Backtracking haben muss. Der ist unsichtbar, der Gegner. Oder vielleicht, dass man damit einfach das Spiel künstlich streckt. Aber bisher schien es zumindest so zu sein, dass es, wenn denn, dann nur für extra Kisten sind oder sowas, die halt nicht spielentscheidend sind. Also zwingend spielentscheidend. Zumindest wirkt das so bisher. Ist natürlich die Frage, ob spätere Level nochmal neu genutzt wurden. Ne? Also Schmiedeland oder sowas neu genutzt wurden, um noch anderen Kram. Ich wollte nicht runterfallen. Ich wollte mich eigentlich daran festhalten und gucken, ob ich da runter schauen kann. Aber das ist Tod und Verderben. So. Ist quasi die klassische Frage, sind das Spielverlängerungsspiralen? Oder Wegverlängerungsspiralen? Oder ist das gutes Gameplay-Element? Ich glaube aber, dass das weniger Wegverlängerungsspiralen sind als anderer Kram, sondern halt wirklich einfach nur Level-Design ist, was okay ist. So. Plus als Spieler wirst du halt so ein bisschen schon mal angefixt im Sinne von, oh, guck mal, da gibt's ein bisschen mehr. Himmel, da bin ich fast runtergerutscht. Wobei ich doch schon sehr überrascht bin, dass ich noch mehr Welten habe. So, ich weiß, der Gegner ist halt riesig. Schaut euch das Ding an, falls ihr das sehen könnt im Stream. So, schauen wir mal ganz kurz hier entlang. Das ist eine brutale Sense. Ich hätte halt gerne weiter oder eine neue besessene Sense. Weil ich die ganz gerne nutzen wollen würde. Armklingen. Achso. Handschuh des Blitzes. Oh, Himmel, schaut euch all diese Stulpen an. Ich meine, ich könnte die auch verkaufen, ruhig. Die Schriftrolle des Seelenlenkers. Ich werde mir nie im Leben Südosten merken können. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ich zum Seelenlenker komme. Ich meine, ich sehe jetzt die unsichtbaren Gegner hier. Ist die Frage, muss ich dann hier hin oder hier sein? Irgendwas ist laut. Wenn ich... Warte, habe ich noch 2 Punkte gehabt? Ja. Feuerschaden verbessern? Ich kann die Explosion verbessern. Nee, ich sorge dafür, dass die häufiger aktiv genutzt werden können. Oh, ist das wieder ein Fahrstuhllevel? Scheint eine Art Fahrstuhllevel zu sein. Wird das geklappt? Wo komme ich denn hier hin? Oh. Ah, guck mal, Backtracking-Möglichkeit freigespielt. Komisches Zeichen. Gesehen. Das ist quasi die Haupttür. Oh. Wie komme ich denn da ran? Da ist auch noch eine Truhe. Ist da eine Tür hinter? Ja. Vielleicht kann ich das erkennen, sobald ich eine Karte habe. Ach so, jetzt bin ich wieder hier. Ach Gottchen. Von da komme ich nicht darüber, glaube ich. Nee, das wird ein bisschen zu weit. Vielleicht, wenn ich nochmal um einen höher gehe? Ich meine, ich bin ja hier jetzt nicht in der obersten Ebene. Ich glaube auch hier drüber, oder das hier ist nicht die oberste Ebene. Wobei ich auch eher glaube, dass das hier... Achso, doch, das war die oberste Ebene. Das ist nämlich der Ausgang.
Nun. Dann muss ich da, oder komme ich da wohl später hin, vermutlich, anscheinend, vielleicht. Gut. Gehen wir hier wieder raus, oder rein, oder wie auch immer. An den leuchtenden Schädeln vorbei. Ja, die denken nach, deswegen leuchten die Schädel. Aber wir haben jetzt hier die schnelle Möglichkeit, hoch und runter zu kommen. Okay. Der Fahrstuhl läuft auf Hass. Der Fahrstuhl ist ein Sith. Confirmed. Okay, ich glaube, ich habe den großen Bösewicht gefunden. Und jetzt habe ich auch deinen Bruder geweckt. Entschuldigung. Oh, Jesus. Bonk. Oh Gott, das sind noch mehr. Okay. Vielleicht. Ich wollte nur die Schuhe haben, Entschuldigung. Die waren so schön. Winter Sail und sowas, ne? Verstehst du als Eisskelett. So, da sind noch lauter Gegner. Da sind noch größere Gegner, wie ich das sehe. Soll ich die erstmal ignorieren? Habe ich jetzt zwei geweckt. Komm, wir machen erstmal den hier im Vorraum fertig. Komm ran hier! So, dich erwischt. So, dann gehen wir hier in diesen Nebenraum. Hallo? Haben Sie schon über globale Erwärmung gesprochen? Nicht? Gut. Dann wird's Zeit. Ist ein großes Problem für euch, Eisskelette. Das kann ich euch versprechen. Au, du Sau! Ich will euch nur auf ein wichtiges Thema aufmerksam machen, Leutchen. Na, und dann müsst ihr mir nicht gleich irgendwie ein Schwert ins Gesicht rammen. Das ist sehr unhöflich. Oder was auch immer ihr für eine Waffe nutzt. Ein Schwert. Ein Schwert, was ihr in die Tiefkühle gelegt habt, ein bisschen. Zu lange vielleicht. So. Komm ran hier. So. Jesus Christ, dieser Stoßangriff nach vorne ist halt echt nice. Zielen. Feuer! Ah, wunderbar. Komm ran hier! So. Ich wollte doch mal so ein bisschen, über ein Thema. Ich bin mir halt unsicher, ob ich wirklich über das Thema reden sollte. Aber ich würde halt doch ganz gerne drüber reden. Oder ich würde halt ganz gerne die Meinung von euch darüber hören. Ah, das ist ein großes Skelett. Und zwar... jetzt in letzter Zeit ist Twitch... Vielleicht, also ich weiß nicht, ob ihr das wirklich mitbekommen habt, aber Twitch ist in letzter Zeit ein bisschen PR-mäßig schlechter aufgefallen als sonst. So... eine der Sachen, die passiert sind, was ihr vielleicht mitbekommen habt, ist, dass ein Streamer namens Montana Black eine Aussage getätigt hat, die jetzt nicht unbedingt, ja, wie drücke ich das lieb aus? Also, er hat rassistische Aussagen getätigt, so. Oder Aussagen, die als rassistisch gesehen werden können. Keine Ahnung. Sucht euch das aus, was euch da lieber gefällt. So, auf jeden... Also, im Endeffekt sind es, wenn rassistische Aussagen kommen. Da braucht man nicht drum herumreden. Nicht um den heißen Brei herumreden. So, und da hatte Twitch zu dem Zeitpunkt ihm einen 30-Tage-Bann ausgesprochen. Ne, wo dann einige gesagt haben, das finden sie ein bisschen zu heftig und sowas. Wo ich jetzt sagen muss, ich weiß nicht, ob das jetzt zu heftig ist oder einfach ein gutes Zeichen ist, um zu zeigen, guck mal, solche Aussagen oder Rassismus oder sowas ähnliches möchten wir auf unserer Plattform ungern sehen. Quasi ein Paradebeispiel. Na nö, warum liegt da... Der hängt im Boden fest. Okay. So, also persönlich finde ich gut, dass Twitch da auf jeden Fall gesagt hat, ey yo, so geht's nicht, ne?
und ihm Bann ausgesprochen hat. Na, wie gesagt, dann müsst ihr für euch selber wissen, wie ihr dazu steht. So. Was Twitch schon aber gemacht hat, ich glaube nach einer Woche oder so, haben sie den Bann wieder aufgehoben. So eine Sache, die halt für viele zum einen unverständlich und zum anderen doch ein bisschen abstrus ist. Ne? Weil warum sollte man 30 Tage Bann aussprechen, wenn man dann doch wieder sagt, nee, eigentlich ja nicht, Entschuldigung. Wo ich jetzt sagen muss, es ist halt sehr unglücklich. Hätte Twitch zuerst sieben Tage Bann ausgesprochen, wäre es vermutlich ein bisschen besser gekommen, auch im Allgemeinen, in allen Punkten, quasi die Fans von Montana Black sind und die halt nicht mögen und auch die Aussagen, die er tätigt, nicht mögen, dass die dann auch sehen, okay, Twitch ist dagegen. So, dann ist aber eine andere Sache gewesen, über die ich jetzt gleich rede, weil ich gehe davon aus, dass ich hier eine Cutscene bekomme. Oder auch nicht. Ich glaube, das ist der König, ne? Oh, schaut euch diesen Hammer an. Der abgesetzte König. Ja, der hat sogar ein Eisbad. Oh Gott, au. So, also... Der kriegt ja mal so Negativschaden von mir. So. Was dann passiert ist... Ist, das haben vermutlich mehr von euch mitbekommen, ne, weil das auch im internationalen Raum ein bisschen drüber geredet wurde. Eieiei, das tut halt wirklich weh. Ein Fortnite-Streamer hat eine Auseinandersetzung gehabt mit seiner Frau. Ach Gottchen, ich muss also quasi... Ah, okay, das Schild ist quasi das Hauptproblem von mir. Das heißt, ich muss ihn zu einem... Au, das war ein schneller Angriff. Muss ihn zu einem Angriff bringen, der dafür sorgt, dass er sein Schild irgendwie weglegt. Eieiei. So. Na, auf jeden Fall ein Fortnite-Streamer und seine Frau haben sich dann quasi auf Twitch sind in eine Auseinandersetzung geraten und er hat sie dann angefangen zu schlagen. So. Na, und da hat Twitch dann auch gesagt, so, 30 Tage Bann. Wo andere natürlich gesagt haben, ey, sowas möchte ich eigentlich gar nicht sehen auf meiner Plattform. 30 Tage Bann ist da schon zu wenig, ne, weil, wie gesagt, sowas wie Abuse oder sowas, ne, also Physical Abuse, bin ich auch definitiv für, dass da härter durchgegriffen werden sollte. So, und da hat jetzt Twitch dem Streamer, der einen 30-Tage-Bann gegeben wurde, hat Twitch gesagt, nee, alles wieder gut, kannst jetzt streamen. Und ne, die 30 Tage sind noch nicht abgelaufen. So, und jetzt eine Sache, die ich persönlich, ne, oder die, worüber ich ganz gerne reden wollen würde, ist weniger, ne, war jetzt irgendwas im Recht, Unrecht, ne, hättet ihr anders gebannt oder sowas, sondern eher wäre für mich so die Frage, was haltet ihr davon, dass Twitch quasi einen Bann ausspricht und diesen dann wieder rückgängig macht? Weil ich persönlich muss gestehen, bin eher so ein Verfechter von der Erziehungsmethode. Ne, jemand baut Kacke, du bestrafst ihn, musst die Bestrafung auch durchziehen, ne? Dementsprechend finde ich persönlich, dass... Oh Gott, oh Gott, oh Himmel. Das ganz gleich, was man als Streamer falsch macht, ne, wenn man einen Bann dafür kassiert, ne, das bedeutet ja immer, du hast gegen die Terms of Service verstoßen, denen du zugestimmt hast, ne, dadurch, dass du Streamer oder Partner bist. Oh, okay. Das hat mich jetzt verwundert, dass ich da einfach instant gestorben bin. Ne, dann sollte Twitch diesen Bann auch definitiv durchziehen. So, und nicht dann irgendwann einfach sagen, sind die Gegner noch tot, ja. Und nicht dann einfach sagen, okay, ne, nach 7 Tagen, oh, wir haben ihn jetzt auf die Finger geklopft und jetzt heben wir den Bann wieder auf. Weiß nicht, vielleicht bin ich da etwas anders, was das angeht. Aber ich persönlich fände ich es einfach klüger, auch von Twitch, ne, um quasi auch an
den Leuten, die dir die Werbung oder ne, die für dich Werbung oder die Werbung ermöglichen, so. Ne, die Firmen. Wer ist halt. Oh Gottchen. Ach so, ah, okay, jetzt verstehe ich, was den Schaden macht, dass ich da einfach nebenstehe. Da muss ich den Angriff immer ausweichen. Ne, so. Nicht, dass Twitch irgendwie in ein ähnliches Problem kommt wie YouTube mit der Adpocalypse. Ne, für die, die das nicht wissen, ne, da war es halt so, dass Werbung vor Videos des IS oder sowas gelaufen sind von Firmen. Und da haben Firmen halt gesagt, okay, wenn ihr euren Kram nicht irgendwie ordentlich gefixt bekommt, bekommt ihr keine Werbung mehr von uns. Ja, oder zahlen wir nicht mehr für eine Werbung bei euch. Und ich finde, Twitch hätte da halt einfach ein bisschen, er sollte einfach ein bisschen konsequenter sein, ne? So, wie gesagt, du hast eine Bestrafung ausgesprochen, ne? Oder du hast gesagt, ey yo, Brudi, so nicht. Und dann sollst du das auch gefälligst durchziehen. Ne, ganz gleich, ob du dich damit bei einigen deiner User unbeliebt machst, ne? Weil du ihren Lieblingsstreamer gebannt hast oder sowas. So, dem kann ich einfach ausweichen, indem ich laufe. Ah, das hat mich jetzt schon wieder getroffen. Ah, das macht aber viel Schaden, du. Und auf schnelle Zeit. Wobei ich die Hitbox jetzt ein bisschen fragwürdig fand. Ich weiß nicht, so ein bisschen habe ich das Gefühl, ich sollte nicht hier sein und gegen den kämpfen. Aber es funktioniert. Vielleicht sollte ich einfach ein bisschen mehr meinen Reaper-Form nutzen. Weil soweit ich weiß, bin ich in der so ziemlich unsterblich. Aber es ist auch einfach nur, dass ich besser ausweichen muss. Nur um den zu töten. Ich bin in diesem Fall auf jeden Fall sehr froh, dass ich nicht auf Apokalypse spiele. Weil das wäre so ein Boss. Ich glaube, da bist du immer ein One-Hit. Oh wow, das hat getroffen. So. What? Das war doch niemals in der Hitbox. Versuchen wir es nochmal. Also die, ja gut, bestenfalls wohl nicht nach hinten ausweichen, sondern zur Seite dann, ne? Weiß ich nicht, andernfalls wüsste ich jetzt nicht, was ich da tun sollte. Der haut aber... Das Ding ist, bei dem Angriff, was wir tut, der hinterlässt wohl irgendwie solche Spikes auf dem Boden, die ich persönlich relativ schlecht nur sehe. Okay, seine Waffe zählt nicht mit als Hitbox zu seinem Körper. Die halt unglaublich schnellen Schaden machen. Was ist, wenn ich drauf schieße? Okay, dann passiert nichts. So, ne, wieder unsere Zombies gegenkämpfen lassen. Okay, das hat mich jetzt irgendwie ganz komisch getroffen. So, damit sind die Zombies wieder tot. So, dem Bein ausweichen. Das schon wieder, das fand ich jetzt halt irgendwie, weiß nicht. Irgendwie finde ich die Hitbox bei dem Schlag komisch. So, ich stehe halt doch schon sehr weit davon entfernt und dann tötet mich das trotzdem. Zumal ich jetzt auch schon die gesamte Zeit nicht so weit kam wie beim ersten Versuch. So, probieren wir es noch einmal. Das Ding ist, ich muss mich auch so ein bisschen dabei konzentrieren, einfach damit ich den Angriffen rechtzeitig dodge. So. So, dann einmal ein bisschen durchhacken. Ne, damit, er bringt halt direkt zwei Zombies zum Explodieren. Damit. So, das ist der lange Angriff. Ja, da war ich drin. So. Ja, schrei mal, du. Gut.
Das ist ordentlich Schaden, den wir reinbekommen. Das Ding ist, die meisten Schaden machen halt wirklich die Zombies. Einfach das, dadurch, dass sie daneben stehen. Achso, der hat das von hinten geblockt. Ah, schon wieder? Na, ich glaube, ich habe das jetzt nicht rechtzeitig. Nicht genug. Ah, da habe ich den Angriff falsch gelesen, aber den einen hat er auch von hinten geblockt, sehr interessanterweise. Vielleicht versuche ich es einfach mal direkt als tot. Welche Tastenkombination war das nochmal? Ganz kurz. LBRT. Ist auch so eine doofe Tastenkombi. Ja, dass ich ihm direkt als tot aufs, oder in meiner Todesform aufs Gesicht versuche zu geben. Hm, dass das vielleicht hilft. Ich weiß auch nicht mal, ob der eine zweite Phase oder sowas hat. Der abgesetzte König. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum du abgesetzt wurdest. So. Den Angriff geblockt. So. Ah, shit. Das war doof. Vielleicht muss ich den einfach ein bisschen früher versuchen zu dodgen. So, wenn ich hier so um ihn herumtänzel, ne, dass ich einfach hinter ihm stehe, während er den Angriff macht. Versuchen wir mal die Möglichkeit. So, damit hat er die jetzt umgebracht. Ne, hallo. Okay, ich habe nicht genug Zorn dafür. So, damit hat er die zum Explodieren gebracht. Lassen wir mal ein... Okay, da stand ich jetzt neben ihn. Wäre ich da getroffen worden, hätte ich mich halt nicht beschweren dürfen. Sogar. So, jetzt sind die zum Explodieren gebracht worden. Ich mag den Bosskampf gegen den. Ist halt einfach nur... bis jetzt auf ein, zwei Hitboxen, die ich dann vielleicht doch ein bisschen fragwürdig finde. Ist halt einfach nur Skill. Na, rechtzeitig ausweichen, rechtzeitig angreifen. Wenngleich ich mir wünsche, dass er... Oh, shit! Ein bisschen weniger stark wäre. Oh, jetzt fängt er an mit den Tornados, ne? So. Eieiei. Okay, das wird wieder ein Tornado. So. Das wird der Shield Bash. Das wird der Angriff. Shit, 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 shit. Das wird der Tornado. Das wird der Zweifachschlag. Das wird der Shield Bash. Das wird der Tornado. So, das wird Shield Bash. Oh Gott, das wird Tornado. Oh, das wird wehtun. Ich stehe gerade so. Oh nee, nevermind. Das wird kein Tornado! Da habe ich ein bisschen gederbt von der Steuerung. So, das war Shield Bash. Das wird Tornado höchstwahrscheinlich, ja. Nein, 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 nein. Oh, Himmel, das tat weh. So. Tornado, Tornado. Ah, shit.
Sammer! Himmel, war das schwer, du. Hagul, abgesetzte König, schmiedete diese Keule, um sie im Kampf gegen seine verhasstesten Feinde einzusetzen. Das Zepter enthält die Essenz von Arguls kaltem Zorn und lässt das Blut seiner Opfer mit jedem Treffer gefrieren. Yeses. Also, das war eine schwere Geburt, du. Himmel, Arsch und Zwirn. Irgendwie habe ich das Gefühl, den Gegner hätte ich auch später machen sollen. aber es fühlt sich gut an, ihn zu besiegen. Na, jetzt, nachdem man es geschafft hat. So, ist jetzt die Frage, für welches Level werde ich... Oh. Nun. Die wäre für Stufe 20 gewesen. So, fern Gesucherwand der Dornen. Keine Gesundheit, weniger Erfahrung, kein gefundenes Geld. Aber ja, doch. Nehmen wir die mal mit. Frage ist, ob ich mein Inventar verlaufen kann. So, was haben wir hier bekommen? Magie, Widerstand, Zorn, Kritschern. Ja, komm, das ist Magie. Wie gesagt, wir nutzen halt doch schon sehr viel unsere Zombies. Gut. Gerufene Ghule explodieren. Mehr Zornpunkte. Machen wir den Explosionsschaden ein bisschen besser. Nun denn. Nun, das war jetzt eigentlich nicht der Grund, warum wir hier waren, ne? Also, doch schon, warum ich in diesen Dungeon gegangen bin, aber das war jetzt nicht der Hauptgrund, dass wir hier herumgedümpelt sind. Boop. Gut. Eieiei. Eieieiei. Mal so als Frage im Chat, seid ihr noch am Leben oder ist er mir irgendwann abgestürzt und ich habe es einfach nicht mitbekommen? Das fände ich doch sehr interessant zu wissen. Ist die Kreatur, die ich jetzt da getötet, die ich da gesehen habe, ist jetzt tot oder noch nicht? So. Nee, das chillt hier einfach noch. Nee, damit kann ich auch nicht interagieren. Gut, jetzt gehen wir hier raus. Uff. Achso, das war die Tür, die sich geschlossen hat. Ich lebe noch. Okay, Mod lebt noch. Gut, Chat ist noch aktiv. Du kriegst halt immer so ein bisschen Panik, wenn der Chat seit einer halben Stunde oder so nichts mehr geschrieben hat. So, oh, ist mein Chat jetzt kaputt gegangen? Achso, das wäre der... Wie komme ich denn jetzt daran? Ist jetzt die Frage, sind die Skarabäen respawned? Nee, ne? Ich gehe nochmal hier hoch, hier entlang. So, ne, da ist nichts. So, ich muss ja irgendwie da hinkommen. Ist die Frage nur, wie? Da unten sehe ich nichts. Ich kann mich hier hochhangeln. Hier sehe ich auch nichts. Oder? Vielleicht, dass ich da hoch kann. Da oben glitscht irgendwas. Da ist halt... Ich habe halt keine Karte hier zu bekommen. Gut, ich versuche irgendwie gerade um die Ecke zu gucken. Kann ich auf das Gitter drauf springen? Nee. Schauen wir mal auf die Karte. So, das ist U4. Ach so. Habe ich einen Gang nicht mitgenommen? Es wird gerade so ein bisschen. So, warte, ich bin gerade auf U2. Dann müsste jetzt hier U3 sein. So, das ist jetzt U3, richtig? Genau. Und hier war keine Möglichkeit. Ne, hier konnte ich nur runter und dann bin ich auf der anderen Seite wieder hochgeklettert. Ich schau mir nochmal. Wobei, ich bin ja nicht wirklich hochgegangen, ne? Warte, wir schauen einfach mal auf U4.
Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr, warum ich da nicht mehr... Ach so! Ich brauchte doch... Genau. Da kam ich nicht durch, weil ich brauchte irgendwas von Wulgrim dafür. Und dafür muss ich mehr Seiten finden, von denen ich keine hab. Nun, dann weiß ich auch nicht, wie ich daran komme. Dann gehen lassen Schimmer.